Die Bayern haben es spätestens auf ihrer diesjährigen Sommertour durch die USA gezeigt. Auch Basketball können sie, gemeint sind die Fußballprofis wohlgemerkt. Für die Kollegen vom FCB Basketball und 16 anderen Teams wird es in dieser Woche auch wieder ernst. Es startet die Basketball-Bundesliga. Ja, man muss schon deutlich sagen, dass Bayern voraus ist. Also so ein Team haben wir in Deutschland noch nie gesehen. Also mit der Dichte an Topspielern, natürlich auch mit einer immensen Erwartung und natürlich auch mit einer riesen Ambition. Und da werden sich, da darf man sich nichts vormachen, da werden sich alle anderen dran reiben, selbstverständlich. Und dass wir da der erste Herausforderer sind, also wir Alba, ist auch klar. Und bei uns, wenn ein Verein wie Bayern München natürlich mal richtig ernst macht, dann haben wir schon gezeigt, dass wir da Power haben. Und trotzdem schließt das ja nicht aus, dass Alba Berlin, die in all den Jahren ja immer eine große Rolle gespielt haben als Gegner, dass die nicht wieder mal deutscher Meister werden können, weil dort wird sehr gute Nachwuchsarbeit betrieben, da wird auch sehr gut generell gearbeitet und bin überzeugt, dass Alba uns allen, die da oben rumturnen, in den nächsten Jahren viele Schwierigkeiten machen wird. Und insofern, denke ich, haben wir eine Saison vor uns mit erstmalig zwei Teams in der Euroleague in diesem neuen Format. Die anderen spielen auch viele international auf hohem Niveau. Wir haben eine Ulmer Mannschaft, die sehr interessant ist. Man hat fast so ein bisschen Eindruck, dass sie im letzten Jahr vielleicht dann noch ein bisschen gespart haben, um es für dieses Jahr aufzuheben. Also die haben wirklich ein sehr gut auch besetztes Team, ein namhaftes besetztes Team. Und wie letztes Jahr Vechta, bin ich ganz sicher, wird dieses Jahr irgendein Phönix aus der Asche kommen, den gar keiner auf dem Zettel hat. Die BBL startet in ihre 54. Spielzeit. Der Favorit auf die Meisterschaft mal wieder und wie auch im Fußball, der FC Bayern.